Noch herrschte Ruhe in Sheridan. Die Gefahr war nur zu ahnen. Doch Winnetou und Old Firehand spürten, dass nicht mehr viel Zeit blieb. Sie organisierten die Verteidigung der Stadt. Doch das war schwierig, denn sie wussten nicht, von wo die Tramps angreifen. Und der Zug würde bald kommen. Okay, Männer, ab an die Fässer. 1, 2, 3. Positioniert euch oben auf den Dächern. Und du, Jack, auf dem Turm. Aber schön unauffällig, man soll euch nicht sehen. Old Firehand, zu viele Wege für den Stand der Bleichgesichter. Wir müssen ein wachsames Auge haben. Ja. Sir Brinkley ist mit dem Teufel im Bunde. Mit den Typen will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, und deshalb bleibst du auch schön in unserer Nähe. Das Bleichgesicht bringt Feuerwasser. Auch er muss wachsam wie ein Argus sein. So sind nur meine Nerven. Kein Feuerwasser mehr. Alles klar. Dann gehe ich mal in mein Büro und hol Ersatzmunition. Und du steh nicht drum und starr Löcher in die Prärie. Komm mit, kannst mir helfen. Aber Old Firehand hat doch... Red nicht, ich bin hier der Boss in Sheridan. Also komm mit. Wir sind Glücksschweine. Da ist ja dieser Rotzen, der die Karte hat. Und dann hebt dieses verdammte Gehör. Legen wir beide um. Rotzen erst einmal die Karte. Die Kleine können wir vorerst noch als Geisel gebrauchen. Wann kommen die Utahs? Kann nicht mehr lang dauern, dann brennt hier die Luft. Und wie kriegen wir die Kleine aus der Stadt? Versteckt sie. Während des Überfalls schafft Sergeant Hilton sie weg. Mit Vergnügen, Colonel. Komm schon. Erreicht den Überfall. Prinzen Befehl. Das war unsere Ration Abenteuer für heute. Was bin ich euch schuldig? Ein neues Hinterteil. Meins ist schön grün und blau. Nun, Sancho, was soll ich zahlen? Nur, wenn's nötig ist, an den Truthorn anschleichen $5. Ein Büffel als 50 Fuß Entfernung angucken $10. Vom Büffel weglaufen, weil euer Lordschaft genießt hat $20. Sorry. Es war so ein lästiges Kribbeln in der Nase. Auf dem Baum mitlet und weil der Büffel stinke sauer war, $40. Ihr hättet es ja fast geschafft. Vom Baum herunter.